scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Und darf hier gleich den ersten Impulsgeber ankündigen. Und das ist der Gründer von den Impulsetag X und der Impulsgeber für Gesundheit, Geld und Glück. Das ist Ovidio Bretin und heute mit seinem Thema Generationen beziehungsunfähig. Er hat in seinem Leben jetzt schon viele Menschen begleitet, die wirklich auf dem Weg sind, die bereit sind, ja, neue Wege zu gehen, zu Gesundheit und zu Erfolg. Und sein Motto, das kennen wir schon, das heißt, wenn mein Warum stark genug ist, so kommt mein Wie von ganz allein. Sein Thema, Generation beziehungsunfähig, raus aus der Falle, wen nehme ich mir Zeit für mich? Manchmal muss ich über meinen eigenen Schatten springen. Wo ist er und wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich sah nur die Steine und vergaß meine Ansprüche. Wie kommst du aus der Zwickmühle? Und jetzt sind wir ganz gespannt auf den ersten Impulsvortrag und bitte begrüßt mit mir mit einem großen Applaus auf die Bühne, Ovidio Bretin. Jawohl, danke schön. Danke, danke, Martina. Also den Titel Generation, wie habe ich das genannt nochmal? Du hattest gerade gesagt. Beziehungsunfähig. Generation beziehungsunfähig. Das hat sich mir deswegen jetzt gerade nicht gemerkt, weil ich es quasi geklaut hatte. Das war in der Presse vor einer Woche, zwei Wochen. Da habe ich mir gedacht, so ein Blödsinn. Wieso gerade diese Generation? Weil ich habe mich mal erinnert, wie es bei mir war. Okay, es ist ein bisschen länger her, dass ich mich mit diesem Thema selbst gerungen habe. Und ich hatte das Gefühl, dass alle um mich herum sich in Gruppen gefunden hatten. Da könnt ihr euch nicht vorstellen. Also mein Neid auf jede Einzelne wuchs einfach täglich. Dabei wurde ich selber zurückhaltender. Okay, das kann ich mir heute nicht mehr vorstellen, ihr auch nicht, das weiß ich. Ich fing an, mich zu verstellen, ja, und sogar zu verstecken. Irgendwann habe ich dieses Wegrennen mir gegenüber als Freiheit gerechtfertigt. Tja, oder hast du dich auch schon mal leidenschaftlich gern in Schmerz des Unverstanden gesuhlt? Dieser Begriff Leidenschaft finde ich sehr gut, weil einerseits sollte es positiv sein, leidenschaftlich, eigentlich schafft er Leiden. Mal weiter, wir sind alle so. Und dann traf ich eine der wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben, mich zu zeigen, weg mit der Angst. Ich erkannte, dass mein Zögern die anderen auch zum Zögern brachte. Manchmal habe ich die anderen sogar genervt. Wie sollten sie denn dabei reagieren? Sie reagierten auch genervt. Meine Maske, mutig, hingebungsvoll und krampfhaft, führte zum Gegenteil dessen, was ich mir erhofft hatte. Ja, und dann kamen diese dummen Bedenken. Vielleicht werde ich in meine Offenheit ausgenutzt. Vielleicht wollen sie mich negativ manipulieren. Vielleicht werde ich alles verlieren. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Wenn wir uns morgen über die Meere der Beziehungen ohne Motor, ohne Segel und ohne Wind treiben lassen, sind wir doch eher Futter für die Haie. Also als erstes ist es wichtig, festen Boden unter den Füßen zu haben. Nachdem wir alle schwammige Konzepte und nebulösen Ideen verabschiedet habe,
oder ihr verabschieden könnt, können wir uns dann endlich mutig uns der Liebe überlassen. Ich habe persönlich mit einem Vertrauen angefangen. Ja, über diesen Schatten zu springen, ist sehr schwer. Immer und überall hast auch du nur eins gehört. Pass auf dich auf. Pass auf, mit wem du sprichst. Vertraue keinen. Ich sage euch mal eins. Vertraust du deinem Ansprechpartner von der ersten Sekunde an, so wirst du Vertrauen ernten. Sei mutig und du wirst belohnt werden. Angst lähmt und Vorsicht hat oft den falschen Fokus. Wer sich voll einlässt, kommt an. Wer ankommt, der findet sich. Wer sich findet, lächelt still. Lass uns ein Experiment machen. Hör dir meinen Text von heute öfter an. Du kannst mich dabei sogar sehen, ist ja schön, auf YouTube. Dafür werde ich das nämlich auch dort laden. Lasse dich treiben, indem du einzelne Passagen nahe stoppst, für dich selber kommentierst, liebst, lobst, stöhnst, vielleicht sogar weinst oder lachst. Egal wie du es machst und egal was du dabei empfindest, nimm es bitte persönlich. Hör dir einige Lösungswege an. Hör auf das Wegrennen. Es ist keine Freiheit. Und deine Angst wird deine Handlungen lähmen. Stell dir die Frage, was willst du wirklich in dieser Beziehung? Stell dir bitte diese Frage immer wieder. Was will ich wirklich? Dann halte dich von allen deinen Ausreden fern. Meine eigenen habe ich dir vorher erzählt. Im ersten Schritt sei bereit, dich auf die Beziehungen dich einzulassen. Und im zweiten Schritt tue es. Weiter. Es gibt die perfekte Partie und die perfekte Freundschaft auf der Welt. Lass dir nicht da reinreden. Wir, du, müssen uns auf die Beziehung einlassen. Bevor ich vergesse, ist es dir schon aufgefallen? Es geht gar nicht um eine Beziehung zum anderen Menschen. Es geht um dich. Eine glückliche Beziehung ist kein Geschenk, sondern Kunst. Und vergiss bitte den Spruch, mit dem einigen sich immer wieder entschuldigen. Weißt du, Kunst kommt aber vom Können. Bei dieser Kunst, wie bei allen anderen, gilt es nur, du hast es noch nicht gelernt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und das ist überhaupt nicht schwer. Denn du weißt jetzt, wenn mein Warum stark genug ist, so kommt mein Wie von allein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. In diesem Sinne, Ovidiu Bretan. Einen großen Applaus. Ich danke dir, lieber Ovidiu. Dankeschön für deinen ersten Impuls heute Abend. Und genau richtig hast du das gesagt, die Leidenschaft. Ja, wir wollen ja alle nicht mehr leiden. Und ich bin doch so eine Wortschöpferin. Und ich habe schon lange aus dem Wort Leidenschaft die Freudenschaft gemacht. Also von dem Leid nun endlich in die Freude.